Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es einmal um Chatbots, genauer gesagt um den Nightbot, aber auch den Chatbot von Stream Elements und beliebte Commands, die ihr hinzufügen könnt, wie zum Beispiel Uptime, Watchtime oder FollowAge. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, allerdings ist es ein bisschen veraltet und die Befehle haben sich ein bisschen geändert, deswegen hier ein aktualisiertes Video, wie ich das nochmal genau zeige. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit, falls euch das gefällt oder auch andere Videos euch schon weitergeholfen haben, freue ich mich wirklich wahnsinnig über ein kostenloses Abo, einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar einen Kommentar. Und jetzt auch schon ganz viel Spaß mit dem Video. Ihr sucht professionelle Designs und Overlays zu fairen Preisen? Dann seid ihr bei OwnTV genau an der richtigen Adresse. Neben kompletten Stream-Overlay-Paketen könnt ihr auch einzelne Elemente kaufen und sogar Logo-Designer und Emote-Maker benutzen. Mit dem neuen Emote-Maker sind selbst animierte Emotes gar kein Problem mehr. Wählt zwischen vielen verschiedenen Vorlagen aus und passt diese ganz nach euren Wünschen an. Genau wie die Emotes sind auch alle anderen Produkte direkt nach dem Kauf zum Download verfügbar und können durch die passenden Formate direkt auf Twitch hochgeladen werden. Falls das für euch interessant klingt, checkt doch gerne den Link in der Videobeschreibung aus und verwende den Code FINNINGWEST für satte 50% auf alle Produkte. Als allererstes fangen wir einmal mit dem Nightbot an. Den Link dafür habe ich euch auch wieder in die Videobeschreibung gesetzt und hier könnt ihr euch jetzt mit Trovo, YouTube oder Twitch einloggen. Dort klickt ihr einfach auf Login, könnt das hier einmal autorisieren, wenn ihr euch das durchgelesen habt und einverstanden seid. Und hier seid ihr dann auf der Seite vom Nightbot. Falls ihr den noch gar nicht eingerichtet habt, guckt euch vielleicht dazu erstmal noch kurz ein Video an. Wichtig auf jeden Fall ist hier, dass ihr den mit eurem Twitch-Chat connecten müsst. Wenn hier dieser rote Paar-Channel-Button aufleuchtet, ist er bereits connected. Wir können das hier auch einmal testen. Wenn wir da erst draufklicken, können wir auch einfach Join-Channel dann wieder klicken. Und dann müsst ihr, wie gesagt, wichtig, einmal in euren Chat eingeben auf twitch/mod/nightbot und Nightbot zum Moderator in eurem Twitch-Chat machen. Wenn ihr das gemacht habt, sollte dieser Button, wie gesagt, rot leuchten und ihr seid dann verbunden. Dann könnt ihr hier oben einmal links auf Commands gehen und dann einmal auf Custom Commands. Bei den Default Commands findet ihr auch Commands, die Nightbot schon vorschlägt. Um die soll es allerdings nicht gehen, denn ich möchte nur auf ein paar Commands eingehen, die ein bisschen umständlicher sind. Hier könnt ihr auf jeden Fall Default Commands finden. Und bei den Custom Commands könnt ihr jetzt selber Commands hinzufügen. Grundsätzlich fügt man ein Command immer über die gleiche Weise hinzu. Und zwar geht ihr hier rechts oben auf Add Command und könnt dann hier oben den Command, also den Befehl, eintragen. Wie zum Beispiel jetzt hier einfach mal Ausrufezeichen Test, ist das letztendlich der Befehl, den User in euren Twitch-Chat eingeben müssen. Und hier bei der Message könnt ihr dann eine Nachricht reinschreiben, die der Nightbot dann zurückgibt. Wenn wir hier also einfach reinschreiben, das ist ein Test und den Command abschließen, dann wird letztendlich Ausrufezeichen Test von einem User in diesem Chat geschrieben und das ist ein Test wird dann vom Nightbot zurückgegeben. Das User-Level bestimmt letztendlich nur, wer diese Befehle in eurem Chat ausführen kann. Also entweder jeder oder vielleicht aber nur Subscriber, Moderatoren, VIPs oder nur ihr selber. Der Cooldown stellt letztendlich ein, wie oft dieser Command hintereinander getriggert werden kann. Das heißt, dass nicht jede Sekunde dieser Command ausgeführt werden kann. Das könnt ihr hier einstellen. Ihr könnt beispielsweise auch einstellen, dass zum Beispiel dieser Command nur alle 9 oder 10 Sekunden funktioniert. Wenn ihr dann hier das Ganze submittet, dann solltet ihr das gespeichert haben. Und wenn ihr dann auf euren Twitch-Chat geht und jetzt einfach Ausrufezeichen Test reinschreibt, dann seht ihr, dass der Nightbot das ist ein Test zurückgibt. Das Ganze hat also funktioniert. So viel einmal zu den Sachen, die man jetzt ganz einfach einstellen kann. Zum Beispiel könnt ihr jetzt Ausrufezeichen Follow eingeben und dann als Nachricht lasst doch gerne ein Follow da und euren Link da reinsetzen oder Socials, eure Social-Links da reinsetzen. Das könnt ihr letztendlich alles machen. Für die Befehle Uptime, also wie lange ein Stream schon live ist, für den Befehl FollowAge, wie lange schon jemand folgt oder für den Befehl Watchtime, wie viele Stunden schon jemand zugeschaut hat, muss man jetzt allerdings bestimmte Formeln bzw. bestimmte Sätze da reinsetzen und die möchte ich euch einmal kurz zeigen. Und zwar ist es so, der Command Uptime, wie gerade eben schon besprochen, zeigt an, wie lange ein Stream schon live ist. Und dort müsst ihr letztendlich einfach diese Message hier kopieren. Ich setze euch die auch in die Videobeschreibung. Wichtig ist, das ist letztendlich ein Link, auf den ihr klickt und dort wird in diesem Fenster nichts angezeigt werden. Ihr müsst logischerweise diesen Link, der oben in der Leiste steht, einmal kopieren und einsetzen. Und wichtig, hier hinten bei FINNINGWEST euren Username, euren Twitch-Username eintragen. Ihr könnt hier natürlich auch kurz pausieren und das Ganze einfach einmal abschreiben. Letztendlich ist das aber der Command, den ihr braucht. Wenn ihr den letztendlich dann einmal aktiviert, könnt ihr in eurem Twitch-Chat Ausrufezeichen Uptime eingeben. Und jetzt, logischerweise, da ich nicht am Stream bin, sagt er an, dass ich offline bin. Ansonsten zeigt er die Zeit an, die ich live am Stream bin. Das gleiche bezieht sich auf FollowAge. Heißt letztendlich, dieser Command zeigt an, wie lange ein User schon folgt. Wenn ihr diesen Befehl jetzt einstellt, kann es natürlich dazu kommen, dass dieser Befehl nicht ganz zurückverfolgen kann, wie lange dieser User schon folgt. Gerade auch, wenn es dazu kommt, wenn die User nochmal ihren Namen geändert haben, einen neuen Account erstellt haben und so weiter. Wenn ihr das allerdings jetzt einstellt, sollte es dann laufen. Dort ist es letztendlich genau wie bei dem Befehl vorher auch, dass ihr diese Nachricht hier
einmal kopiert, dort reinsetzt und dann sollte das Ganze laufen. Denn wenn wir hier einmal auf Submit klicken und hier Ausrufezeichen FollowAge eingeben, dann wird er sagen, dass ich mir selber nicht folgen kann. Das macht ja auch Sinn. Allerdings, wenn dann andere User das Ganze eingeben, zeigt er an, wie lange diese User euch schon folgen. Beim letzten Command handelt es sich um das Thema Watchtime, ein sehr beliebter Command, wie ich das in den Kommentaren immer lese. Und ich habe nach wie vor keine Möglichkeit gefunden, einen Watchtime-Command über den Nightbot hinzuzufügen. Deswegen greife ich da auf Stream Elements zurück, auch super einfach einzurichten. Stream Elements sowieso eine super Seite, habe ich ziemlich viele Videos zu gemacht, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Dort loggt ihr euch einfach mit eurem Twitch-Account einmal ein und dort geht ihr auch hier links auf den Chatbot und auf die Chat-Commands. Und auch hier, wie beim Nightbot, habt ihr einmal die Default-Commands und die Custom-Commands. Und bei den Default-Commands ist es glücklicherweise so, dass hier die Watchtime automatisch vorgeschlagen ist. Das heißt, auch hier habt ihr wieder so einen Satz, der so gesehen wenig Sinn macht. Wenn ihr das Ganze allerdings einfach aktiviert, dann sollte dieser Command funktionieren und Leute können sehen, wie lange sie euch insgesamt schon zugeguckt haben. Mein Tipp an euch, der Chatbot von Stream Elements hat von den Default Commands sowieso sehr viel mehr anzubieten. Wie ihr schon sehen könnt, gibt es auch hier FollowAge schon vorgefertigt. Ihr könnt also auch ganz einfach den Chatbot von Stream Elements benutzen. Hier könnt ihr dann auch ganz einfach über Custom Commands neue Commands hinzufügen. Wenn ihr mal ein ausführliches Video dazu haben wollt, wie der Chatbot von Stream Elements komplett funktioniert, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Allerdings haben wir damit so die beliebtesten Commands, die ich irgendwie rausgesucht habe, abgedeckt. Alles andere könnt ihr natürlich selbst bestimmen. Ihr könnt eurer Kreativität freien Lauf lassen. Man kann wirklich alles Mögliche in die Commands schreiben und man kann auch so viele Commands erstellen, wie man überhaupt möchte. Lasst euch doch gerne auch von anderen Twitch-Kanälen inspirieren, wo wir schon beim Thema Twitch sind. Ich streame auch halbwegs regelmäßig, wie ich das kann, auf Twitch. Schaut gerne vorbei. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video.